Hallo und danke fürs Einschalten. Heute habe ich euch dieses alte russische Schlachtross mitgebracht. Das vorliegende Stück ist Eigentum der Firma Waffenwill und Apel in Bochum bzw. Hannover. Vorweg einen herzlichen Dank. Es handelt sich hierbei um eine TT-33. TT steht für Tula Tokarev. In Tula wurde die Waffe zuerst gefertigt. Sie stammt von der TT-30 ab, das war das Vorgängermodell. Die TT-30 ist 1930 bei der Sowjetarmee eingeführt worden. Und 1933 sind diese Verbesserungen vorgenommen worden. Die Kimme ist verhältnismäßig hoch. Das hat einen besonderen Grund. Die Waffe ist von Anfang an so konstruiert, dass man sie in die Hand nehmen kann, mit der Kimme irgendwo fest anliegen und dann die Waffe dagegen drücken kann, damit die Waffe durchgeladen wird. Das Ursprungsmodell hat keine Sicherung in dem Sinne, manche Nachbauten haben unterschiedliche Sicherungen. Um die Tokarev in einen sicheren Zustand zu bringen, muss man den Hahn bis zur Sicherheitsraste spannen. In dem Zustand kann man weder abziehen noch durchladen. Die Standardvariante hat 8 Schuss im Magazin. Es gibt auch eine serbische Variante, die hat einen Schuss mehr im Magazin. Da ist das Griffstück aber auch länger. Das ist das Modell M57. Die Magazine der serbischen Variante kann man auch in den normalen Tokarevs verwenden, allerdings ragt das Magazin dann etwas raus. Doch nicht nur in Serbien wurde das von Fjodor Tokarev entwickelte Gerät nachgebaut, teilweise modifiziert. Auch in Polen, Ungarn, Rumänien, Nordkorea und China wurden verschiedene Varianten gefertigt und auch für Behörden und Armeen weltweit exportiert, die sich teilweise heute noch benutzen. Das mit der Pistole entwickelte Kaliber 7,62 Tokarev ist eine der wenigen Kurzwaffenpatronen mit Schulter. Dies gewährleistet eine zuverlässige Zuführung und Funktion selbst bei verschlissenen Läufen. Wenn man so will, kann man sie als eine 7,63 Mauser plus P+ bezeichnen. Die Fertigungstechnologie und Lizenzen hatten die Sowjets bereits vorher erworben. Außerdem sind Drahtlänge, Feld- und Zugmasse der Patrone identisch mit der schon damals bis heute gängigen 7,62x54R Patrone, sodass auch hier aufwendige Schritte zur Laufproduktion nicht notwendig waren. So, dann wollen wir uns den Kandidaten mal innen anschauen. Dazu muss man diese Klemme hier nach vorne schieben. Im Feld, wenn man nichts hat, kann man das Magazin nehmen. Ich mache es ein bisschen schonender, hier mit einem Stück Holz und einem Hammer. Dann wird, so wie bei vielen anderen Waffen auch, der Schlittenfanghebel rausgenommen. Wenn man dann den Schlitten und den Lauf nach vorne abziehen will, muss man auf die Schließfeder achten. Die ist hier unter dem Dustcover und kann einem beim Öffnen um die Ohren fliegen. Nebenbei sei noch erwähnt, dass die Ausführungen von Zastava eine gefangene Feder haben, die von einer Federführungsstange geführt und begrenzt werden. Die eben erwähnten 9mm Tokarevs, die haben eine andere Laufbuchse. Hier kann man jetzt ganz gut die ringförmigen Riegelkämme sehen, die sind bei der TT-30 nicht umlaufend. Wie man sieht, ist das ein Browning-Verriegelungssystem, ähnlich der 1911. Auch die Abzugstechnik ist ähnlich. Ganz anders ist allerdings die Entnehmbarkeit der Abzugsgruppe. Das hat mehrere Vorteile. Der Herstellungsprozess des Griffstücks ist einfacher und die Reparatur- bzw. Pflegearbeiten sind leichter. Die Schlagfeder befindet sich in einer Ausbohrung innerhalb des Hahns. Außerdem sind weitere Zuführlippen an der Abzugseinheit, um kleinere Deformationen am Magazin auszugleichen. So, vorsichtig wieder rein. Man kann hier auch die Schlittenschiene sehen, die die Abzugseinheit in Position hält. Ja, beim Einstecken habe ich einen extra Anlauf gebraucht, weil die Feder zum Verkanten neigt.
Hier ist nun leider der Schlittenfanghebel verschlissen, deshalb bleibt sie nicht auf. Das tut sie sonst bei leerem Magazin automatisch. So, da ist das gute Stück wieder zusammen. Noch ein paar Worte gegen Ende des Videos zum Rückstoßverhalten. Der Rückstoß fühlt sich etwas schlagartiger an als beispielsweise bei der Glock 17 in 9 Para. Das liegt trotz des geringeren Impulses der Tokarev am Griffwinkel. Der Stahlveteran hier hat einen Winkel von nur 10 Grad. Dagegen hat die Glock einen Griffwinkel von ca. 22 Grad. Angeblich angenehmer sollen die Tokarev-Griffstücke sein. Zum Nachrüsten gibt es ergonomische Griffschalen im Angebot, die die Waffe auch optisch moderner wirken lassen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video.